Wir sind heute im Brilux Malertruck auf dem Bäumlihof Areal. Bei uns ist der Herr Henz, er ist Beauftragter für Lehrlinge vom Malermeisterverband Basel. Herr Henz, könnt ihr uns bitte gerade selber vorstellen, wo wir hier sind, warum es den Truck gibt, den ausgebauten Truck gibt und was ihr damit bezweckt? Wir sind auf dem Bäumlihof Areal. Also unser Sinn und Zweck ist, dass wir junge Leute begeistern wollen, Malerberuf zu machen, dass sie da den Einblick bekommen, was ist Maler, was macht der Maler. Und hier mit dem Truck haben wir eine gute Gelegenheit, vor Ort zu gehen, die Schüler anzusprechen. Gerade hier kommen Klassen an und die können hier wirklich sich über einen Maler schlau machen. Also, wir haben hier mit dem Farbdesign, mit sonstigen Informationen, mit Lehrlingen, die hier sind und Lehrmeistern, die wirklich gerade können auch Fragen vor Ort beantworten können. Jetzt habt ihr vorhin im Vorgespräch etwas Wichtiges gesagt. Offensichtlich gehen euch die Lehrlinge aus. Ist das richtig? Ja, wir stellen fest, dass wir in den letzten Jahren halt immer weniger Lehrlinge bekommen. Also wir haben früher 2 Malerklassen, also ca. 40 Maler. Heute sind wir bei 20, 25 Lehrenden pro Lehrjahr. Also das ist schon langsam knapp. Ja. Dann kann man den Truck hier als Informations- und Charme-Offensive verstehen. Wer genau verbirgt sich denn dahinter? Ja, das ist richtig. Das ist eine Charme-Offensive. Ja. Und, wir haben hier die Firma Brilux, also die stellen sich hier zur Verfügung stellen und die tun wirklich auch nicht nur in Basel, sondern auch in Deutschland und in Österreich die Verbände unterstützen mit dem Truck, dass sie zu den Leuten können, zu den Schulen und vor Ort können Schüler gewinnen und informieren. Was ist jetzt das Problem, dass es weniger Jugendliche gibt, die den Malermeisterberuf oder den Malerberuf wählen? Ja, ich glaube, wir haben sicher ein bisschen Probleme. Also, was sicher ist, der Staub und der Dreck, den wir ein bisschen haben bei unserem Beruf. Aber wie gesagt, man kann sich heute für alles schützen. Also, wir sind hier natürlich auch viel mehr unterwegs, sauberer als früher. Also, man hat heute Schutzvorrichtungen, auch die Materialien, die man heute verwendet, ist mehr auf Wasserbasis. Also, und da kommen wir sicher ein bisschen weg von dem. Ja. Und was sind die Anreize für die Jugendlichen? Was ist speziell am Malerberuf? Speziell? Also ich sage, obwohl ich noch selber auf dem Beruf war, es ist immer eine tolle Sache, wenn man auf eine Baustelle kommt, man sieht, wie das ausgesehen hat. Und nachher, wenn man davon geht, haben wir immer etwas Schönes in der Hand. Also man sieht sein Objekt, man kann auch durch die Stadt durchlaufen und dann sagen, das habe ich gemacht, das alle habe ich gemacht. Oder, das, weißt du, dort haben wir es selber gemacht. Und das ist also, ja, also wir hängen immer eine schöne Sache. Und das ist, glaube ich, schon ein hoher Anreiz. Und wie speziell geht der Malerverband oder der Malermeisterverband mit den Lehrerverbänden um, dass sie den Beruf der abgehenden Schüler und Schülerinnen nachbringen? Ja, also wie gesagt, wir probieren es jetzt mit dieser Funktion, dass wir mit dem Berufsbildungsamt zusammenarbeiten oder mit den Lehrern. Bildungsamt zusammenarbeiten. Wir haben hier mit guten Ansprechpersonen gehabt. Wir haben jetzt hier, das ist ja die Z-Lehrer gegangen, die haben sich hier einschreiben und die gemeldet und jetzt sind wir eine Woche hier und die kommen jetzt wirklich pünktlich zu ihrer Zeit und haben eine halbe Stunde Zeit, für diesen Truck sich zu informieren. Die Schüler können sich informieren, wir informieren auch die Lehrer. Also es ist mehr so, die Schüler werden von Lehrlingen betreut und die Lehrer von den Meistern. Und so wollen wir uns ein bisschen bekannt machen und auf das ein bisschen hinweisen. Und wie ist die Resonanz jetzt auf die ersten Tage von diesem Truck? Ist sehr gut. Also, viele kommen ein bisschen mit Skepsis so rein und denken zuerst, es ist ein bisschen eine Werbeagentur da. Aber alle, die am Schluss gehen, sagen, sehr interessant war, sehr anspruchsvoll. Und auch, was man zeigt und wie es präsentiert wird, sind sie sehr beeindruckt.